Wahnsinn, Wahnsinn. Der Livestream geht wieder. Endlich. Wie lange war ich nicht mehr online? Das ist ja der helle Wahnsinn. Aber ihr kriegt wahrscheinlich alle gar keine Nachricht. Weil ansonsten ist es immer so, sobald ich reingehe, kommen sofort die Leute rein. Jetzt scheint gar keiner mehr Bescheid zu kriegen. Ah. Oh. Ah. Oh. Da kommen die. Ah, oh, jetzt kommen zwei. Krieg gar keiner mehr Bescheid gesagt, oder wie? Müsst ihr hier erstmal teilen. Wahnsinn, endlich wieder Livestream. Kann ich mal wieder. Ach, du hast keine Benachrichtigung bekommen, okay. Hat irgendeiner eine Benachrichtigung bekommen von den paar Manneken, die jetzt hier drin sind? Entschuldigung, Manneken war nicht böse gemeint. Ihr wisst, das ist meine Art. Hat einer eine Benachrichtigung bekommen? Weil gerade ist jemand hier reingekommen und meinte, sie meinte, sie hat keine Benachrichtigung bekommen. Alles okay bei euch? Du hast auch keine Benachrichtigung bekommen? Du auch nicht? Du auch nicht? Okay, siehst du? Seht ihr, kriegen alle keine Benachrichtigung. Die sind so gemein zu mir. Wäre ich doch früher lieb gewesen, dann würden die jetzt alle eine Benachrichtigung bekommen. Ja, oder vielleicht liegt das auch daran, weil ich ja laut einigen Verrückten ja angeblich mit dem deutschen Staat zusammenarbeite, um die Muslime zum Gebet zu rufen. Ja, genau. Ja, aber cool, dass ich erstmal wieder einen Livestream habe. Das finde ich ja echt sensationell. Ich wollte eigentlich gerade ein Reel machen. Kurz, dann habe ich gedacht, ach komm, gehst mal auf live, vielleicht funktioniert es ja wieder. Vielleicht müsst ihr das auch einstellen, aber irgendwie. Wer von euch hat eine Benachrichtigung bekommen? Weil es hat so lange gedauert, bis hier jemand reinkam. Wie hast du Arabisch gelernt? Ein langes Thema. An verschiedenen Stellen. Ich habe erstmal in der Volkshochschule gelernt, habe mir selber Bücher zum selber Lernen gekauft, habe dann in der Universität in Deutschland gelernt, Universität in Mekka, selber auch viel studiert, war viel auf Reisen, ja, und habe dann nochmal in Ägypten mich weitergebildet. Keiner hat eine Benachrichtigung bekommen, okay. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann muss ich ab jetzt, wenn ich wieder Livestreams mache, ich muss mich benehmen. Ich muss mich richtig, weil ihr seht ja, die sperren ja bei mir wirklich alles. Die sperren ja bei mir wirklich jeden Kram. Ihr seht ja, weswegen der Livestream hier wieder gesperrt wurde für einen Monat. Das ist der helle Wahnsinn. Und andauernd irgendwas, ja. Ich muss wirklich richtig aufpassen, was ich sage. Ja, das ist wirklich katastrophal. Naja, aber cool, dass ich erstmal hier online bin. Wie geht's euch? Alles okay bei euch? Die Frisur sitzt nicht ganz. Ich muss mal wieder rasieren. Lieblings-Koran-Rezitator? Idris Abka und Islam Subhi. Mag ich sehr gerne. Seit wann bist du live? Seit kurzem bin ich live. Ich bin einfach mal reingekommen. Die haben dich gesperrt, weil du bei mir normal kommentiert hast. Ja, Bruder, daran siehst du, wie was versucht wird, uns zu bekämpfen, unsere Reichweite klein zu halten. Daran seht ihr schon, ja, ihr könnt euch ja denken, wer diejenigen sind, die dahinter stecken. Okay? Ja, ich freue mich auch, ehrlich gesagt, weil das ist so einfach, weißt du? Habe ich einfach mal Bock, was zu sagen, mache ich einen Livestream an und schieße einfach los, versteht ihr? Was sage ich zur Situation der Ukraine und Russland? Ja, ist eine gefährliche Sache. Ne? Ihr müsst wissen, wenn ihr die Geschichte studiert, und seht euch beispielsweise den Ersten Weltkrieg an, wie der entstanden ist, schaut euch mal eine Doku an, dann seht ihr das, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Provokationen dort, die zum Weltkrieg geführt haben, viel geringer war als das, was wir jetzt dort sehen. Ja? Dann, ich glaube, dass der Putin wirklich, dass er zu allem fähig ist, ja, dass der mit nichts im Vertrag hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Putin auch eine Atombombe wirft. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, es gibt einige Hadithe, die darauf hindeuten,
dass es einen Krieg gibt, der die Welt komplett verändert. Der die Welt komplett verändert. Und so dass es keine richtige Technologie mehr gibt, ja. Und aus heutiger Sicht könnte man das so interpretieren, dass es vorher einen Atomkrieg gibt. So, wenn es jemanden auf der Welt gibt, dem ich zutrauen würde, eine Atombombe zu werfen, dann wäre das Wladimir Putin. Wenn es jemanden auf der Welt gibt, dem ich zutrauen würde, eine Atombombe zu werfen, dann wäre das Wladimir Putin. Auf jeden Fall. Und warum? Weil zum Beispiel die anderen Leute hier, Biden und Co., sind auch alles Leute, denen ich keinen Millimeter vertraue. Aber ihnen geht es eher um ihren Wohlstand, um ihr Wohlbefinden, um ihr, ja, Geld und Macht und so weiter. Aber Putin geht es nur um sich, um sein Ego, habe ich das Gefühl. Ja, und deswegen sehe ich, könnte ich mir das vorstellen. Wie gesagt, es gibt Hadithe, die darauf hindeuten, dass die Welt sich komplett ändern wird. Dass sie am Ende der Zeit nicht so ist wie jetzt. Ja? Da wird nicht explizit von einem Atomkrieg geredet, ja, aber aus der heutigen Sicht könnte man das so verstehen, wenn man fragen würde, wie könnte die Welt sich so verändern, dass wir absolut keine Technologie mehr so wie heute haben, dann würde man sagen, durch einen Atomkrieg könnte sich die ganze Welt verändern. Bruder, guck mal, es hängt ab von uns alle, provozieren Putin? Erstmal, Bruder, Provokation, ja, rechtfertigt keinen Mord. Wenn ich in ein Land reingehe, Bruder, und ganz klar das Land angreife, weiß ich ganz genau, dass ich den Tod von Zivilbevölkerung in Kauf nehme. Das haben die Sowjets oder die Russen schon immer in Kauf genommen. Ja, wann war es? 31.12.1994 in Tschetschenien wurde alles platt gemacht. Ja? Aleppo wurde platt gemacht. Das ist die Realität. So, das heißt, wir können nicht davon ausgehen, da kann man nicht sagen, ja, Medien, 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 Medien. Die Medien lügen meistens, nicht immer. Und hier werden sie auch viel lügen, aber das ist ja das, was Putin selber zugibt. Dass er mit einem Atomschlag droht, das sind ja seine Worte, das verleugnet er ja nicht. Dass er dort einmarschiert ist, das verleugnet er ja nicht. Und ihr glaubt doch wohl nicht, dass dort Zivilbevölkerung geschont wird, deswegen sind die am Fliehen. Das ist genau dasselbe wie in Syrien, das ist genau dasselbe wie damals in Tschetschenien. Es wird kein Un ist genau dasselbe wie in Afghanistan. So, da braucht so, das heißt, Provokation ist nicht gut, aber Provokation rechtfertigt keinen Angriff. So einfach ist das. Provozieren, provozieren, kann ich, die provozieren auch. Beide Seiten provozieren. Die eine provoziert vielleicht mehr als die andere. Okay, kein Problem. Rechtfertigt das einen Angriff? Nein. Rechtfertigt das, dass ich Menschenleben in Kauf nehme? Nein. Und das wird hier ganz klar von einer Seite gemacht. So. Wenn ich auf der Straße provoziert werde und ich hole die Machete raus und schneide dem den Kopf ab, dann sagt ja auch keiner, ja, der hat dich aber provoziert. Dann bin ich schuld, weil dann wird man sagen, die Provokation von dem steht nicht in Relation zu deiner Reaktion auf diese Provokation. Und das ist der Punkt. Die Reaktion von Putin auf die Provokationen steht nicht in Relation zu der Provokation. Das ist der Punkt. Und wie gesagt, um darauf zurückzukommen, für mich, wenn ich jemandem zutrauen würde, eine Atombombe zu werfen, dann wäre das Putin. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass, ja, so von seiner Persönlichkeit her
Asghar Hikmet kann ich mir das gut vorstellen, dass er da in Geschichte eingehen will, ihm geht es um sich selber. Das ist meine Sicht der Dinge. Was können wir machen, wenn es zu einem totalen Krieg kommt? Ja, das ist sicherlich keine einfache Antwort, ja, auf die man pauschal antworten kann. Ich sage mal so, für mich ist der erste Gedanke, ehrlich gesagt, weil einige Leute sagen hier, ja, mein Land verteidigen und so weiter und so fort. Erstmal, ich verteidige bestimmt kein Land, das mich bekämpft. Nummer eins. Okay? Nummer zwei. Also, ich werde mein Leben nicht opfern für ein Land, das mich bekämpft, wo ich noch nicht mal meinen Sohn bei der Freiwilligen Feuerwehr anmelden kann. Okay? Also, da hätte ich keinen Bock drauf. Die zweite Sache ist, wenn das wirklich eskaliert, liebe Leute, da haben wir es nicht mit irgendeinem normalen Krieg zu tun. Wenn es hier eskaliert, haben wir es wahrscheinlich mit einem Atomkrieg zu tun. Und da kannst du nur noch die Sachen packen und abhauen. Punkt. Parishan, schau dir meinen Vortrag an, Widerlegung der Ahbash, da wird darauf eingegangen. Stundenlang. So. Bruder, soweit ich weiß, muss man geimpft sein, ja. Bruder, erstmal, warum helfen Tschetschenen den Russen? Es sind ja nicht alle Tschetschenen, die den Russen helfen. Ich habe gehört, es gibt sogar Tschetschenen, die sich den Ukrainern angeschlossen haben. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Kapiere ich nicht. Ja, also wie gesagt, hier die Situation kann definitiv eskalieren. Alles andere wäre unrealistisch. Natürlich, uns ist es immer lieber, Frieden zu haben, uns ist es immer lieber, unsere Ruhe zu haben, dass das Leben so normal weiterläuft wie bisher. Uns ist ja auch die Corona-Krise auf die Nerven gegangen, über die jetzt keiner mehr redet, ja. Meinst du, im Balkan wird es sicher? Du meinst sicherer als hier im Balkan? Ist schwer einzuschätzen. Das kann ich so pauschal nicht sagen. Also ich denke mal, ich glaube, Deutschland wäre auf jeden Fall eines der Hauptziele, wenn das wirklich zu einem Flächenbrand wird, ja. Ich denke zum Beispiel an Marokko. Aber natürlich, ihr müsst wissen, wenn es zu einem richtigen Weltkrieg kommen sollte, und guck mal, Leute, es ist nicht so weit weg. Das ist nicht so weit weg. Es kann so schnell passieren, dass es zu einem NATO-Bündnisfall gegen Russland kommt. Dann haben wir einen Weltkrieg. Ja, also jetzt ist es nicht mehr, also so nah dran. In meinen 40, fast 44 Jahren waren wir noch nie an einem Weltkrieg. Ja, und das wirkt sich natürlich wirtschaftlich auf die ganze Welt aus. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist ja nicht irgendeine Sache, die dann wirklich nur Europa betrifft. Das betrifft ja dann die ganze Welt. Aber man würde auf jeden Fall, ich würde denken, dass ich in Marokko definitiv sicherer bin als in Deutschland. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wenn jetzt der Putin wirklich sich entschließen würde, eine Atombombe zu zünden. Und wie gesagt, ich würde dem Typ, wenn ich einem auf der Welt das zutrauen würde, dann dem. Wo würde der die Atombombe hinwerfen? Wie sollen wir uns bei. Wo würde die hinwerfen? Ja, in Russland gibt es auch Muslime, in Ukraine gibt es auch Muslime. Zu diesen Festen, Schwester, vielleicht antworte ich da mal ein anderes Mal drauf. Ich habe jetzt wieder einen Livestream, weil wir gerade hier bei einer ganz anderen Thema sind, dass du mich nochmal an diese Frage erinnerst.
Plakataktion, es gibt jetzt neue Plakate und inshallah geht's weiter. Man muss sich immer weiter durchkämpfen. Es werden viele Steine in den Weg gelegt. Soweit ich weiß, musst du dich impfen lassen für Hajj und Umrah. Also ich denke, Marokko ist definitiv sicherer als Deutschland. Wie ich schon gesagt habe, was würdet ihr denken? Ich scroll jetzt mal ganz runter. Was würdet ihr denken, auf welches Land würde Putin jetzt, wenn er wirklich sich entschließen würde, eine Atombombe zu werfen, die erste Atombombe werfen? Also ich denke, in Thailand ist man definitiv sicherer. Also würde ich auf jeden Fall denken, ja. Was würdet ihr denken? Amerika, Deutschland, USA oder Großbritannien, Ukraine oder USA, USA, Amerika, Schwarzes Meer, Luxemburg, ins Herz von Europa, also Deutschland, Frankreich, Georgien, ich bitte dich, Amerika, ich lenke die Länder, die ihn sanktionieren und sich eingemischt haben. Genau im Mittelpunkt von Europa ist Deutsche Reich. Ich habe eben schon gesagt, ja, als mich jemand gefragt hat, ob ich für Deutschland kämpfen würde. Ja, da habe ich gesagt, natürlich, wir wissen nicht, wie die Situation sich ergibt. Wenn ich selber zur Selbstverteidigung gezwungen bin, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja, aber im Allgemeinen, ich die Möglichkeit habe, wegzugehen oder hier zu bleiben. Ich würde nicht für ein Land kämpfen, das mich bekämpft, das mich stigmatisiert, das mir Steine in den Weg legt bei der Dawa und mich als Terroristen stigmatisiert hat. Klarer Fall. Soweit ich weiß, haben sie Raketen, die bis nach Amerika gehen. Ja, natürlich, ich denke mal, die USA wäre das Hauptziel, aber. Soweit ich weiß, haben die eine so eine Rakete, die man fast gar nicht aufhalten kann. Ja? Aber dann wäre natürlich die USA das Hauptziel. Okay? Aber es wäre sicherlich leichter, Atomraketen auf Europa zu bombardieren. Denke ich mal. Okay? Und da wäre natürlich Berlin als Großstadt naheliegend. Na, beispielsweise vielleicht auch Kiew. Aber dann würde ja seine Aussage, dass die Ukrainer ja auch Russen sind und eigentlich ihn haben wollen, würde ja dann nichts mehr wert sein. Ich weiß es nicht. Aber sicher ist man dann sicherlich nicht. Und wie gesagt, es könnte ja auch sein, dass er direkt mehrere Atomsprengköpfe versucht abzuwerfen. Wer würde gewinnen, China oder USA? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Die USA sind sehr erfahren im Krieg. Mohajim, das muss ich mir genau angucken. Erstmal, es sind nicht die Tschetschenen, die für Russen in der Ukraine kämpfen, sondern einige Tschetschenen. Es gibt auch Tschetschenen, die sich den Ukrainern angeschlossen haben, wie ich, soweit ich gehört habe, um gegen Russland zu kämpfen. Bruder, jeder spricht vom Ukraine-Krieg, keiner spricht von unseren Brüdern und Schwestern in Palästina. Bruder, man redet andauernd von den Brüdern und Schwestern in den muslimischen Ländern. Das, was du erzählst, ist einfach falsch. Und hier redet man gerade von der Ukraine, weil es mehr oder weniger vor der Haustür liegt und sich dieser Krieg ganz schnell auf unser Land ausweiten kann. Und es ist das Normalste von der Welt, dass etwas, was vor der Haustüre passiert, einen mehr berührt oder schockiert als das, was woanders passiert. Ich gebe dir ein Beispiel. Vor deiner Haustür in derselben Straße ein Autounfall passiert. Ein Kind wird plattgefahren. Ein Kind wird plattgefahren, beispielsweise. Totgefahren. Ja?
Dann redest du den ganzen Tag darüber. Was das erzählen? Was schockiert sein? Das wird dich irgendwie. Warum? Weil du das Gefühl hast, boah, das hätte mir passieren können. Wenn du aber hörst, da ist ein Kind in Australien plattgefahren worden vom LKW, ja, das ist nicht so, das passiert jeden Tag. Die USA hat ja Atomabwracken. Ich habe das nicht so ganz mitbekommen, Jonas. Meinst du, Russland nimmt ganz Ukraine ein? Ich glaube nicht, dass das leicht wird. Ich glaube nicht, dass das leicht wird, weil ihr müsst wissen, so ein Guerillakrieg, ja, Häuserkrieg ist immer schwierig. Ist immer schwierig. Das ist nicht einfach. Und die Ukrainer sind entschlossen, dagegen zu kämpfen. Und die kriegen Waffen. Das ist schwer. Das ist keine einfache Aufgabe. Das hat sich in der Geschichte bewiesen. Das ist nicht einfach. Was hältst du von Boxern wie Usyk Lomachenko, die sich extra in die Ukraine einfliegen lassen haben, um zu kämpfen? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann Usyk und Lomachenko eigentlich überhaupt gar nicht ab. Obwohl die Superboxer sind. Ja, die sind ja wirklich begnadete Boxer. Aber irgendwie, gerade auch bei dem Usyk, immer mit diesem ganzen christlichen Kram und so, das geht mir richtig auf die Nerven. Ja? Obwohl der ein guter Boxer ist, auch ein guter Sportsmann ist, ein fairer Sportsmann, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Aktion, boah, das war schon ein Boss-Move, ehrlich gesagt. Auch von den Klitschkos. Jemand wie Wladimir Klitschko, ihr müsst euch mal vorstellen, wisst ihr, wie viele Millionen der gemacht hat? Ich kann mir gut vorstellen, dass der 100 Millionen insgesamt seiner Karriere gemacht hat. Der kann sich überall auf der Welt, kann der sich eine Villa kaufen und der bleibt dort in der Ukraine und sagt, wir kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Finde ich schon krass. Und dass dann ein Usyk oder ein Lomachenko aus einer Kampfvorbereitung extra kommen und sich eine Armeekleidung anziehen, boah, finde ich schon krass, dass sie das machen. Also habe ich schon echt Respekt vor. Möge Allah die beiden recht leiten. Bruder, guck mal, es ist nicht so einfach für mich, alles einfach so zu beantworten, aber das sind Sachen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also, du fragst gerade, ja, was ist mit Tschetschenen, die für Putin kämpfen? Also, das ist eine Sache, das ist für mich sehr schockierend, ehrlich gesagt. Ich habe in meinem Leben so viele Tschetschenen kennengelernt, gerade auch, wo ich damals in Ägypten gewesen bin. Und ich habe ehrlich gesagt so eine irgendwie so eine Sympathie für das tschetschenische Volk. Ja? Ich habe so eine Liebe für das tschetschenische Volk. Für die, die ich immer kennengelernt habe. Und es war immer so, man hat zum Beispiel, ich habe zum Beispiel immer gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Dagestaner und einem Tschetschenen? Ja? Wenn du zu dem Dagestaner sagst, Kakadilla, das heißt, wie geht's auf Russisch, dann sagt er dir, dann gibt er dir die Antwort auf Russisch. Wenn du dem Tschetschenen sagst, Kakadilla, wie geht's, sagt er dir, ich bin kein Russe, ich bin Tschetschene. Bei uns heißt das Rukschmurdu, Dikdu. Ja? Das ist alles, was ich immer gehört habe. Sobald man, dass die Tschetschenen nie gesagt haben, wir sind Russen, so habe ich sie seit Jahren so kennengelernt. Sondern dass sie gesagt haben, wir sind Tschetschenen. Russisch ist nicht unsere Sprache. Ja? Und dann, wir wissen noch, was in Tschetschenien abgegangen ist. Wie sie dort von den Russen wirklich, weil es ist ein sehr kleines Volk, massakriert worden sind. Auf die übelste Art und Weise. Und ich kann es absolut nicht nachvollziehen, wie es sein kann, dass es Leute gibt, die sich jetzt. Ich würde es gerne nachvollziehen. Ich habe auch demnächst vor, mit jemandem mal
darüber ein Gespräch zu führen mit so einem Anhänger von Kadyrov, der meint, dass er gut ist. Ich habe demnächst mal vor, mit ihm ein Gespräch zu führen. Und vielleicht kann er mir einen neuen Horizont eröffnen. Für mich sind das Sachen, die ich einfach gar nicht begreifen kann. Weil sie eigentlich selber wissen müssen, wie es ist, wenn man versucht, jemand das Land wegzunehmen. Oder die Unabhängigkeit streitig zu machen. Weil die Tschetschenen haben so viel unter den Russen gelitten und geblutet. Ja? Möge Allah unsere tschetschenischen Geschwister beschützen vor diesen Plänen. Deswegen, ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich kann es erst recht nicht nachvollziehen, wenn man dann, wenn es dann Leute gibt, die denken, die sind da im Dschihad oder sagen dabei Allahu Akbar und so weiter. Ist für mich eine Sache, die ich nicht. Aber wie gesagt, vielleicht kann ich irgendetwas nicht nachvollziehen, wo es irgendetwas gibt. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Natürlich, Bruder, Selbstverteidigung ist nicht nur im Krieg erlaubt. Bruder, ich weiß es, Bruder, hier ist so viel, Muhajim, ich weiß jetzt nicht, wovon du redest, Achi. Ich gehe jetzt mal runter, weil ich will ja gleich auch Schluss machen. Ich wollte ja eigentlich nur mal gucken, ob der Livestream wieder geht. Und jetzt bin ich schon länger hier drin. Wie gesagt, ich werde demnächst inshallah ein Gespräch führen mit so einem Kadyrov-Anhänger, sage ich mal. So habe ich das verstanden. Ich wollte ein Gespräch mit ihm machen. Und dann werdet ihr inshallah was dazu hören. Ja. Rahimahullah. Bruder, beruhig dich mal ein bisschen. Und gewöhn dir mal Benehmen an. Okay? Wir wissen schon, was wir machen. Und du solltest ein bisschen Benehmen lernen. Und bevor du urteilst, sollst du dich vernünftig artikulieren lernen. Ich weiß schon, was ich mache. Und ich weiß schon, auf wessen Seite ich bin. Tschüss. So, Kadyrovs Leute unterdrücken die Tschetschenen brutal. Das ist das, was ich bisher immer gehört habe. Deswegen gebe ich jeden die Möglichkeit, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Kadyrov ist Putins Soldier. Okay. He's not from us. Bruder, die Livestreams sind doch jetzt eben. Keiner unterdrückt einen. Ja, gut, dass du da bist. Dann kann ich dich ja direkt reinnehmen. Bist du damit einverstanden? Mitzaev. Oder sollen wir das ein andermal machen? Nein, meine Meinung hat sich nicht positiv geändert. Walaikum salam. So sollen wir das ein anderes Mal machen? Okay, alles klar, bist nicht alleine. Machen wir das ein anderes Mal, inshallah. Inshallah. Gut. Ja, gut, dass ich jetzt wieder Livestream habe, inshallah. Gut, meine lieben Geschwister, ich bin jetzt fertig. Ich wollte jetzt Schluss machen. Wie gesagt, es hat lange gedauert. Ich wünsche euch was. Welchen Ratschlag würdest du einem Bruder geben? Takille, fürchte Allah. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.